Braucht man meinen Nachnamen auch? Nee. Ja, ein bisschen aufgeregt gewesen heute Morgen. Ich versuche mich zu entspannen. Oh, Entschuldigung. Die Firma Käsebohrer ist ein Hersteller von Geländefahrzeugen im Bereich des Schnees, im Bereich vom Strand oder dann im unwegsamen Gelände. Unser Hauptprodukt, die Pistenbully, sind weltweit bekannt. Daneben produzieren wir noch Strandreiniger, die sind unter der Marke Beachtech bekannt. Und Kettennutzfahrzeuge unter der Marke Powerbully bekannt. Dadurch, dass natürlich die Firma hier in der Region allgemein schon bekannt ist und für mich als Wintersportler natürlich da auch ein gewisser Bezug sowieso schon da war. Ich habe Einblicke bekommen rundum in der ganzen Firma, die ganze Firma kennengelernt. Das hat mich auf jeden Fall überzeugt. Dadurch, dass die Firma Käsebohrer Fahrzeuge in den Bereichen Strandreinigung und Pistenpräparierung herstellt und wir dadurch eben auch den Urlaub der Leute bereichern, macht es die Arbeit bei uns sehr, sehr besonders. Was auch sehr gut ist, dass es jährliche Events gibt. Wir fahren mal alle zusammen ins Skigebiet. Was mir auch sehr gut gefällt, sind die Arbeitszeiten und die Arbeitszeitmodelle bei uns. Das Ausbildungscenter ist auch sehr cool. Da haben wir unseren eigenen Space hier als Azubis und können uns in der Mittagspause austauschen. Wir haben einen Durchlaufplan, an den wir uns halten müssen. Und da ist man dann so alle 4 bis 6 Wochen in einer anderen Abteilung. Wir sind ein sehr aufgeschlossenes Team und unterstützen uns immer gegenseitig, egal ob in der Berufsschule oder auch im Berufsalltag. Und ich glaube, dieses Wohlfühlen bei der Arbeit und dann noch eine gute Arbeit dazu, das sind so 2 Pluspunkte. Irgendwie, man arbeitet hier, man bildet so eine Bindung zu dem Produkt irgendwie auf. Und das finde ich halt toll. Sind wir fertig? Nee, wir haben es, ja. Danke. Job. Danke. Nicht abfahren. Achso. Mikrofon. Ach, stimmt.